So, dann für alle, die meinen, dass der Patch, dass der Glitch hier gepatcht ist, den zeige ich jetzt nochmal, dass es funktioniert. Servus YouTube, was geht ab? Ich raste aus, was war das für eine Resonanz auf die letzten drei Videos? Und wir haben die 1000 Abonnenten geknackt. Vielen Dank dafür, ich küsse eure Augen. Wir gehen rein mit einem neuen Glitch. Hier wurde ich überrascht mit einem neuen Paket, keine Ahnung, was das ist. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch bekommen habt. So Leute, als erstes checken wir mal ab, ob überhaupt der Glitch noch funktioniert mit der Täuschgranate. Da ja ein riesen Update auf uns zukam. By the way Leute, kommt gerne in meinen Discord, wenn ihr Hilfe bei irgendeinem Glitch braucht. Oder auch einfach in meiner Community drin sein wollt. So, probieren wir es mal aus. Ja, wurde gepatcht. Das Ganze wurde leider gepatcht. Krass. Okay. Dann zeige ich euch doch gleich mal einen neuen Glitch. Was haltet ihr denn davon? Ihr kennt das Spiel. Strom aktivieren und so weiter und so fort, damit wir Quick Revive kaufen können. Bevor ich es vergesse, ihr braucht die Fähigkeit von Ätherschleier, braucht ihr auf Stufe 3, das ist ganz wichtig, weil auf Stufe 3 bekommt ihr einen kleinen Schub nach vorne, der euch überhaupt die Glitches hier möglich macht. Also das auf keinen Fall vernachlässigen. So, dann braucht ihr auch euer Quick Revive auf schon mindestens Stufe 2 verbessert. Stufe 3 geht natürlich auch, aber mindestens Stufe 2, ansonsten funktioniert es nicht. So, Quick Revive haben wir drin. So Leute, ihr lauft hier hoch, auf nach der Untoten, stellt euch hier hin, ungefähr so, zielt hier auf die Wand, ein Stückchen höher, aktiviert Aether Shroud und ihr seid hier draußen. So Leute, dann seid ihr hier, lauft hier rüber, chillt euch hier hin. So, ihr seht, die werfen mit Fetzen, aber sie treffen nichts. Bruder muss los. Okay, einige treffen wohl doch. Hier müsst ihr halt aufpassen, dass ihr genau in dem Stein liegt. Ist nicht der beste, ich sag ehrlich, es ist nicht der beste Easter Egg. Der beste ist der, mit dem ihr unter den Boden kommt. Aber ich wollte es euch einfach nur mal gezeigt haben, was Treyarch nicht patchen kann mit einem 50 GB Update. So, wenn ihr runter wollt, könnt ihr einfach hier runter jumpen. Oder auch nicht. Doch, hier könnt ihr runter jumpen. So, dann für alle, die meinen, dass der Patch, dass der Glitch hier gepatcht ist, den zeige ich jetzt nochmal, dass es funktioniert. So, der Ätherschleier ist voll. Wir gehen es instant mal ausprobieren. So, wir stellen es so hin. Zielen darüber und sind draußen. An alle Leute, ihr habt gesehen, wie easy das funktioniert hat gerade. Also, selbst mit halbem Leben schaffe ich es. Also, nach dem großen Update funktioniert es immer noch. Ihr müsst, ganz wichtig, euren Ätherschleier auf Stufe 3 haben. Auf Stufe 3 kommt ihr, wenn ihr die Diamanten im Menü bei Fähigkeiten einlöst, um euren Ätherschleier zu verbessern. Er muss auf Stufe 3 sein, Leute. Ganz wichtig. So, dann sucht ihr hier das Loch. Wie gehabt. Duckt euch. Geht hier rein. Zack. Und noch etwas, um den Ätherschleier nicht zu verbrauchen. Um rauszukommen nachher, lauft einfach hier zurück und lasst euch da unten reinfallen. Fertig. So, den Weg hier kennt ihr. Zack, hier rüber. Hier drauf. Bam. Moin. Bin ich falsch gelaufen? Ne, wir sind richtig. Und dann seid ihr schon wieder hier. Leute, nach dem großen Update. Wir sind nach dem großen Update wieder hier. Ganz, ganz einfach. Vielen Dank fürs Anschauen, Leute. Lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir gerne ein Abo da. Vielen, vielen Dank nochmal für die 1000 Abos. Hat mich wirklich gefreut. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das so schnell erreichen kann. Und Kuss geht raus.